Einzelfälle, wenn das wirklich so sein soll. Weil ich kenne viele Schwule und Lesben, tut mir leid. Ja. Das ist das Problem. Eben, aber ich sagte gerade, es ist garantiert. Und die werden auf anderer Seite auch, das traut sich nicht, sich zu outen. Das ist die Schlimme von unserer Gesellschaft. Angeboren. Es ist nicht, es ist angeboren. Es ist nicht angeboren. Also, das glaube ich aber nein, schon. Wissenschaftler, mein Kumpel hat es sich nicht ausgesucht. Im Bett ist es angeboren. Ich glaube kaum, dass der Tier mit einer Frau geschlafen hat und dann gesagt, Gottes Willen, Leute, das mag ich nicht, ich schlafe jetzt mit meinem Mann. Ich dachte gerade, ich habe gerade mit dem Jungen nein, das glaube ich nicht, tut mir leid. Ich kenne Homosexuelle, die jetzt heterosexuell sind. Es ist eine heilbare Entwicklungsstörung, wie andere Störungen auch. Es liebt natürlich auch Homosexuelle, wie er jeden Sünder liebt. Ganz klar. Ja? So, der Unterschied, was also wahrscheinlich intellektuell oder wie nicht fassbar ist für viele, dass Gott Unterschied macht. Also er liebt die Menschen, aber er hasst die Sünde. Egal wie diese Sünde aussieht. Ob ich nun habgierig bin oder geizig, ob ich so ein Pharisäer bin, ob ich... was gibt's noch alles? Ich tue, aber Heuchelei und Verurteilung. Also das alles Sünde. Ja. Alles Sünde. Und diese Homosexualität ist halt etwas, das ist nicht natürlich, das ist nicht angeboren. Ich versuche es vorhin zu sagen, es ist eine Entwicklungsstörung, die auch heilbar ist, wie andere Störungen auch. Und das Problem ist heutzutage, dass Homosexuelle gezwungen werden, heutzutage diese Identität zu akzeptieren, obwohl sie raus möchten. Also wie gesagt, ich kenne genug, die raus wollen. Ich kenne persönlich sehr, sehr gute Freunde, die ich wirklich sehr gut kenne, die das geändert haben und auf dem Wege sind. Und viele schon, die es geschafft haben. Aber es liegt natürlich an dem Willen. Es ist keine einfache Sache. Es ist irgendwie Alkoholsucht oder Sexsucht. Das ist alles, was suchtartig ist, ist nicht so einfach. Man braucht einen sehr starken Willen dafür. Man muss ja konsequent sein, aber es ist möglich. Und das müssen die auch wissen. Also ich kenne wirklich auch in der Umgebung eine christliche Gemeinde zum Beispiel. Da kenne ich einen jungen Mann, der 6 oder mehrere Selbstmordversuche hinter sich hat. Bis er dann die Umkehr geschafft hat und jetzt sehr froh ist. Und ich sagte gerade schon, die aber kann das nicht sein? Hm? Kann das nicht sein, dass er deswegen selbst Mordversuche gemacht hat, weil er sich von seiner Umgebung nicht akzeptiert gefühlt hat? Das ist alles, das ist so eingeredet. Also wenn ein Homosexueller das erstmal sich gar nicht outet, kann er auch nicht gemobbt werden. Ne? Ja, aber es kann ja sein, dass er Angst hat davor, seiner Umgebung nein, das klar zu sein. Man muss einfach sagen, was heißt denn Angst? Es geht in unserer Gesellschaft, also ehrlich, wird man nicht umgebracht und nicht verfolgt. Das ist eine totale Übertreibung. Ja? Also heutzutage, gerade jetzt, merkt man eher, dass man als Christ diskriminiert wird, wenn man da bestimmte Ansichten vertritt, die eigentlich gesund und, ich sag mal, normal sind, dass man dann diskriminiert wird und hier militante Leute um sich hat, die einem wirklich richtig angegriffen wird, weil man diese Meinung hat. Und man hat diese Meinung nicht, weil man etwas besser weiß, sondern weil man tief überzeugt ist davon, dass es gut ist für die ganze Gesellschaft, nicht für einen selber. Und eine Gesellschaft, die auf zum Beispiel nur aus Homosexuellen besteht, die würde gar keine Kinder mehr kriegen. Genau genommen, ne? Die Hitzelsberg ist doch überall in den Medien positiv angenommen worden. Ach, das ist also alles, dass sich einer da outet. Nur die Frauen, die es betroffen hat, die waren richtig geschockt und das kann ich voll nachvollziehen. Also wenn einer vorher erst mit Frauen zu tun hat und hinterher merken diese Frauen, der war eigentlich schwul, das zieht einem so den Boden weg unter den Füßen, dann sage ich nur, dann sollen die unter sich bleiben. Und sich nicht an Frauen vergreift, hätte ich fast gesagt. Oder sie müssen deutlich vorher sagen, also, vielleicht war es ihm, ich kenne ihn nicht, vielleicht war es ihm vorher nicht klar. Das hat er nicht. Er hat sie ja jetzt erst geoutet und er hat ja 7 oder 8 Jahre lang eine Freundin gehabt, die wollten heiraten, als Beispiel jetzt mal. Und das, wenn man jetzt so liest, dass mindestens 300.000 Schwule verheiratet sind mit Frauen, die nichts davon wissen, das ist einfach der Oberhammer. Aber eben, so haben Sie doch, eben haben Sie doch gesagt, dass Sie über Ihr Schwulsein hindrüber wegkommen können. Ja, Sie können, wenn Sie es wollen. Ne? Aber ich meine, das wissen viele halt überhaupt. Aber vielleicht ist das, dass Sie verheiratet sind, ein Versuch. Ja, Moment. Aber
dann muss ich doch der Frau sagen, hör mal, ich bin ja eigentlich schwul, ich würde das nur gerne ändern. Wollen wir trotzdem heiraten? Ja. Und dann muss die Frau sich das mal sehr, sehr gut überlegen, ob sie das denn will. Weil der geht nämlich fremd. Und das ist 100 pro. Dass solange er nicht gesund ist, geht der auch mit Männern ins Bett. Und das ist nämlich, da wird halt so viel gelogen auf dem Sektor. Wenn Sie mal auf Internetseiten von Schulen gehen, da gucken Sie mal rein, dann sagen die Leute, eigentlich habe ich einen festen Partner, aber suchen jede Woche trotzdem noch jemand anderen. Und das ist so. Und wenn die Leute ehrlich sind, dann geben sie es zu. Und das hat nichts mit Treue und Liebe zu tun. Ja? Da können Sie Statistiken nachgucken. Wenn jetzt mal dem Thema sind, homosexuelle sogenannte Paare sind nicht länger wie 5 Jahre wirklich monogam. Ja, und das ist die Sache, die ist in sich, also wenn Homosexuelle selber sagen das, ja, hinterher, das ist nicht möglich. Wirklich, also fast. Aber das müssen die ja mit sich selber ausmachen, oder? Also ich meine, ja, es gibt es ja auch bei heterosexuellen Partnerschaften. Ich wollte damit nur sagen, wenn man das gleichwertig zu unserer Ehe, Mann, Frau. Mhm. Welche Konsequenzen hat das? Hm? Unsere Gesellschaft geht kaputt. Das ist glauben Sie? So. 100, ja, ist so. 100 pro. Weil also ich persönlich habe da keine Bedenken. Unsere Kinder, wie gesagt, werden noch normal geboren, sag ich mal. Und sie haben ein Geschlecht mitbekommen. Und wir gehen jetzt mal von dem. Also wirklich, wir lassen jetzt die 0,001%, die vielleicht zufällig, weiß ich nicht, wie viele das sind. Also auf jeden Fall genetisch eine andere Veranlagung haben sollten, wenn jetzt mal die mal weglassen, ja, dann will ein Kind bestätigt werden. Und dass die sexuelle Orientierung besteht durch Identifikation mit Mutter oder Vater. Ja. Das ist eine Entwicklung. Und wenn Mutter und Vater da sind, ich kann nur eines ganz sicher sagen, in einer stabilen, glücklichen, gesunden Familie, wo echte Liebe herrscht, werden keine homosexuellen Kinder entstehen. Das ist so. Die identifizieren sich mit Mutter-Vater-Rolle in einer positiven Weise, also wenn es da keine Übergriffe gibt, keinen Missbrauch gibt, ne? Wenn da genug Liebe da ist, entwickeln sie sich zu normalen Männern und Frauen. Ja, und Homosexuelle tun mir leid. Also das ist etwas, das ist halt schade und die leiden darunter, dass unsere Gesellschaft seit, weiß nicht, 2 Jahrzehnten proklamiert, du musst jetzt dazu stehen und du bist halt so. Die leiden darunter. Die möchten da raus, die allermeisten. Ich kenne Leute, also wie gesagt, die sind jetzt Therapeuten, waren sogar verheiratet. Haben gedacht, auch die Ehe bringt's, aber das hat es nicht gebracht. Sie werden nicht dadurch geheilt. Da geht es um eine echte Therapie. Sie müssen sich mit ihrer Kindheit natürlich beschäftigen. Und es ist in fast 90% der Fälle ein Kindesmissbrauch. In irgendeiner Form fand der statt. Und zwar durch Onkel oder nahe Verwandte. Ja? Und dann zum Beispiel der abwesende Vater, der sich nicht gekümmert hat. Entweder quasi nicht nur ein schlechtes Verhältnis zum Vater, sondern ganz oft quasi gar kein Verhältnis, kein emotionales Verhältnis zum Vater. Das gibt es. Also der ist irgendwie sogar da, aber der Vater lehnt das Kind ab aus irgendeinem Grunde. Oder ich weiß, es gibt 1000 Gründe. Es gibt kein emotionales Verhältnis zum Vater. Und dann oft, ganz oft die überbehütende Mutter, die ist halt auch häufig da, ne? Nicht immer, aber oft. Ja? Und dann nochmal ein Fehlintegration oder mangelnde Integration zu Gleichaltrigen. Und das alles zusammen bewirkt dann eben diese sexuelle Orientierung. Während man sagt sogar in meinen Schulbüchern noch, da stand schon, in der Pubertät haben viele, ob Mädchen oder Jungs, auch manchmal so eine homosexuelle Phase. Also, dass sie sich mal kurzzeitig mehr zum eigenen Geschlecht hingezogen wird. Das ist ein Übergang. Das ist ein Übergang, das gehört zur Entwicklung dazu. Und der ist erst mit 18 Jahren abgeschlossen in positiver Art und Weise normalerweise. Ja. Und unsere Gesellschaft bringt halt alles durcheinander. Und welche Schlussfolgerungen würden Sie jetzt daraus ziehen? Aus was jetzt genau? Aus dem, was Sie erzählt haben. Also ich sage einfach, dass... Also wir zerstören uns schon lange selbst. Also Sie möchten, dass keine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft nicht gleichgestellt werden soll? Dass nicht gleichgestellt wird, auch letztlich auch rechtlich nicht gleichgestellt wird, dass immer noch Ehe und Familie
also mehr im Vordergrund steht und geschützt wird, das ist keine Diskriminierung. Also das muss ich mal ganz klar sagen. Also ich muss doch den Selbstmord unserer Gesellschaft verhindern. Also indem ich zum Beispiel auch, ich diskriminiere ja quasi auch Diebe, weil ich sage, jetzt musst du ins Gefängnis gehen. Ja. Weil das ist nicht in Ordnung, was du machst. Du zerstörst unsere Gesellschaft. Das heißt, Diebe können sich doch beschweren. Hören Sie mal, ich werde hier diskriminiert, ich muss ins Gefängnis. Hallo? Da kommt doch hoffentlich auch noch keiner drauf, ne? Ich hoffe, das aber kommt bei Dieben, nicht. Ich, also jetzt zum aber die, und so, ne? Jemand, der eine Straftat begeht, der schadet ja jemand anderem. Ja, und der Gesellschaft. Wir Steuerhinterzieher übrigens auch endlich mal wieder ein bisschen im Vordergrund stehen. Ja? Das sind ja alles Schädlinge der Gesellschaft. Ja, aber wenn jetzt jemand homosexuell ist, schadet er ja weder Sie noch mich. Also Moment, es ist, denn ich meine, es ging mir darum, dass wenn man Homosexualität gleichstellt und das fördert sogar, also zum Beispiel auch Adoption von Kindern, dann wird unsere Gesamtgesellschaft natürlich umgeformt, ja, dass die Leute, also Ehe zum Beispiel, kriegt noch mehr Hindernisse, als sie sowieso schon hat. Die Zeiten werden schwieriger. Ich muss gestehen, dass ich jetzt keine Hindernisse gesehen habe. Doch, aber. Also es wird zum Beispiel, ob in die steuerlichen Vergünstigungen werden ja immer mehr abgebaut, die für eine, zum Beispiel eine Ehe fördern oder eine Familie fördern. Also das wird immer schwieriger. Ich bin auch 12 Jahre alleinerziehend gewesen mit 3 Kindern, habe keinen Unterhalt gekriegt. Ich weiß, was das heißt. Ja, und wie soll ich das sagen? Die Werte, das sind die Werte, baut man ja ab, die Werteorientierung. Indem ich sage, wenn das und das ist auch gleich, dann sage ich auch, ob das mir gehört oder dir, ist doch eigentlich auch wurscht, das ist jetzt gleichgestellt, du darfst einfach nehmen, was du brauchst. Das geht einfach nicht. Und ich kann mir auch mein Geschlecht nicht aussuchen. Ja? Ich kenne auch selbst Leute, die haben so eine Operation gehabt, so eine Geschlechtsumwandlung. Und das sage jetzt nicht mal ich, sondern Psychologen und Therapeuten, selbst die sagen, dass selbst so eine Geschlechtsumwandlung nicht wirklich das Problem löst dieser Leute. Weil die innerlich immer noch ein Problem mit ihrer Orientierung haben. Ja? Du kannst ja dann äußerlich wie ein Mann aussehen, aber die Männlichkeit entsteht ja nicht dadurch, dass man einen Penis hat, sondern dass man innerlich, seelisch, emotional sich zum Beispiel zu Frauen hingezogen fühlt, zu Männern. Und Männlichkeit entsteht ja, ist eine Persönlichkeit und nicht ein äußeres Merkmal. Also, und das geht total verloren. Und es ist sehr gut, man weiß ja erstens durch Kindesmissbrauch bei Mädchen, da weiß man natürlich, dass die ein lesbisch werden, ist ein sehr, sehr guter, also ein sehr guter Grund. Ne? Also gut nachvollziehbar, ja. Und heute haben wir halt eine vaterlose Gesellschaft. Haben wir doch. Dadurch, dass die Familien jetzt schon kaputt gehen. Also mein Vater war 700 Kilometer weg. Ich bin auch bei meiner Mutter aufgewachsen und so wie Sie vorhin sagten, auch wahrscheinlich ein bisschen überbehütet homosexuell geworden bin ich jetzt deswegen nicht. Gut, ja? Dann hatten Sie vielleicht, also wie gesagt, es sind verschiedene Komponenten, die zusammenkommen müssen. Ja? Es ist natürlich auch jeder ein bisschen anders strukturiert. Es gibt sensiblere und ein bisschen stärkere Persönlichkeiten von Grund auf. Ja? Meine Kinder, die hatten auch einen Vater, der war monatelang oft im Ausland und dann gar nicht da. Aber wenn er da war, hat er sich gekümmert, auch emotional. Ist absolut kein perfekter Vater, aber sie hatten eine Beziehung zu ihm. Und dann hatten die vielleicht einen Ersatzvater. Vielleicht irgendeine Art von, oder ein Vorbild, oder ihre Mutter war eben auch nicht die, zu sehr an sich gebunden hat. Das gibt halt viele. Also viele Mütter, die auch gerade nur einen Sohn noch zu Hause haben, die nehmen ihn als Partnerersatz und das ist tödlich. Das ist halt sehr, sehr häufig der Fall. Das ist echt absolut tödlich für den Sohn. Ne? Das ist ganz krass. Und dadurch, dass die Väter ausfallen in unserer Gesellschaft, ist halt die Entwicklung zur Homosexualität auch immer viel, viel stärker. Ist so. Ich erlebe das bei anderen vielen Freundinnen von mir, die auch ohne Ehemann aufwachsen, die auch Kinder haben, auch Söhne haben. Und ja, das wird auch nicht einfacher werden. Das ist diese Zeit. Aber die Diskussion um den Bildungsplan, die geht ja, dreht sich ja weniger darum, ob man jetzt sagt, okay, wir versuchen, dass die Homosexuellen wieder heterosexuell werden, sondern es dreht sich darum, dass die Kinder lernen sollen in der Schule, dass sie andere Lebensformen, sei es
Homosexuelle, also Eltern, wenn zwei Männer oder zwei Mütter miteinander leben oder eine alleinerziehende Mutter oder die ein Kind bei einer Pflegefamilie aufwächst, dass die nicht diskriminiert werden sollen in der Schule. Das ist, darum geht es im Bildungsplan. Doch, wir haben es doch da auch hier gesehen, war auch auf einem Plakat zu sehen. Also die sogenannte Diskriminierung, also indem einer vielleicht mal Schwuchtel sagt, das ist doch fast gar nicht vorhanden im Vergleich zu anderen, die jetzt zum Beispiel behindert sind, körperbehindert. Also ich bin in einer Schule mit 60% Ausländern. Also die Schimpfwörter möchte ich nicht wiederholen, die da jeden Tag fallen. Ja. Die werden einfach wiederholt. Die Leute, die Kinder wissen überhaupt gar nicht, was sie da sagen. Ja. Oftmals. Die werden aber wiederholt und übernommen und je schlimmer, desto besser. Ne? Und da liegt einfach eine absolute Respektlosigkeit, egal wem gegenüber. Da ist keine Achtung, kein Respekt vor irgendwem und irgendwas. Und ach, da ist überhaupt nicht... das ist wirklich... Sie merken vielleicht da ist ein Kind, das benimmt sich ein bisschen komisch, aber wir wissen nicht warum. Also ich kenne selbst Schüler, wo ich denke, die gehen in diese Richtung und versuchen sehr, uns adäquat um den zu kümmern. Dass der auch integriert ist in die Klassengemeinschaft und so und den zu bestärken. Also ich sag nur, Kinder, wenn die sehen, ich bin Junge oder Mädchen, die wollen in ihrer Identität bestärkt werden und nicht in was anderem. Mädchen wollen Prinzessin sein und Frauen und begehrt werden und erobert werden und die Jungs wollen Männer sein und Helden und Ritter und Prinzen. Ganz im Ernst jetzt mal. Ja, das ist so. Also meine Tochter, unsere Tochter, die will auch mal Ritter sein. Ja, okay, ja, das also probiert das man auch aus. Da also, dass ich meine, ja, aber okay, ich weiß nicht, wie sie alt sie ist, aber ich sage, wie gesagt, wenn Kinder sich mit der, zum Beispiel Mädchen sich mit der Mutter identifizieren können im positiven Sinne, dann wollen sie auch gerne Frau sein. Ja, und Jungs wollen gerne Mann sein. Und das geht halt total verloren in unserer Gesellschaft. Und das wird eben schon lange abgebaut. Und weil dieser Bildungsplan, der will ja nicht einfach, dass man darüber redet, wie jetzt schon. Also es können ja hier die Schüler fragen, die beiden da. Sie sagen, die diskutieren ständig in irgendeinem Fach. Das reicht doch, wenn sie das in der 7., 8. Klasse bequatschen und darüber reden und sich aussprechen können. Ob in Religion oder in Deutsch oder was. Aber doch nicht im Kindergartenalter. Das braucht kein Kind in dem Alter. Mein jüngster Sohn hat in der 3. Klasse einen super Sexualkundeunterricht, sehr lange und ausführlich. Die durften anonym Fragen stellen zu allem Möglichen. Und die Frau hat das super toll gemacht. Und das sind aber nicht davor geschützt, jetzt auch ziemlich früh Vater zu werden, zum Beispiel. Ja? Trotz Aufklärung hat er angefangen. Ich bin schon Oma. Also, ich wollte nur sagen, das gibt so Scheinargumente. Das ist einfach wirklich, das ist echt Indoktrination. Aber das find ich jetzt interessant, weil, also was ich so gehört habe, viele der Demonstranten, die sich gegen den Bildungsplan oder die Leitlinien, gegen den Entwurf aussprechen, sagen ja, sie sind gegen Sexualkundeunterricht an der Schule überhaupt. Also sie lehnen Sexualkundeunterricht komplett ab. Das ist wirklich im Behauptet. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, doch, habe ich viel. Also ich kam heute ein bisschen spät und habe deswegen nicht die Reden also, mitgekriegt. Beim letzten Mal war das eines der wichtigsten Themen überhaupt, dass man sich gegen die Frühsexualisierung, wie es früh, häufig genannt wird. Früh heißt eben früh. Genau. Und das ja, früh ja. Ist Kindergartenalter. Und das ging dann auch eben überhaupt gegen Sexualkundeunterricht an Schulen. Man hat auch Plakate dagegen gesehen. Also, gegen was? Was stört Sie am Bildungsplan, jetzt an dem Entwurf konkret, an den Leitlinien? Ja, das, was ich gerade schon öfter gesagt habe. Es geht darum, dass man Kindern, und zwar in viel zu frühem Alter, diese Dinge nahebringen will, auf eine Art und Weise, die auch nicht kindgerecht ist. Da geht es doch nicht ums Kindeswohl. Es geht nicht um das Kindeswohl in diesem Falle. Also das ist für mich wirklich, wie die Frau gerade sagte, unglaublich, dass ein Staat Kinder beeinflussen will, und zwar ohne Einfluss der Eltern, die Eltern da raushalten will, also von staatlicher Seite, und dann den Kindern, also die früh an Sexualität heranführen will, die einfach nicht kindgerecht ist. Das brauchen die nicht.
Ja, sie müssen, wenn sie ungefähr ihre Identität kennen, dann kann man dann über andere Dinge reden und dann können die sich entscheiden, was sie wollen. Genau. Ja? Aber es geht halt für mich auch zu weit, wenn der Hintergrund so ist, dass man denkt, ich kann mir als Mensch mein Geschlecht aussuchen. Also tut mir leid. Das finde ich einfach nicht. Ich bin so und so geboren worden, ich muss versuchen, damit klarzukommen. Und ob mir das gefällt oder nicht. Und ich kann mir mein Geschlecht nicht aussuchen. Wer bin ich denn? Und da muss ich sagen, okay, da komme ich natürlich als Christ, dann weiß ich, Gott hat mich so gemacht und er hat mich so gewollt. Und er hat mich auch da reingesetzt. Und dann muss ich das Beste versuchen und daraus machen. Und ich bin als Frau auch heute noch nicht unbedingt besser dran. Es gibt noch viele Nachteile, die man hat. So, ne? Okay, ich bin aber jetzt gerne Frau. So. Und hatte auch keine einfache Kindheit, sage ich mal so. Ja. Und da bin ich einfach dagegen, dass ein Staat überhaupt da eingreift. Und wogegen die sich gewehrt haben, war, dass es über den Kopf der Eltern hinweggeht. Genau. Dass da also zum Beispiel diese Gleichstellung von Homosexualität und anderen Formen und dem Heterosexuellen stattfindet. Und dass einfach... Also auch Lehrer und Erzieher da instrumentalisiert werden. Also die kriegen ja verordnet, was sie beibringen sollen. Das kann nicht sein. Ne? Das geht aber nicht. Und dann werden andere Fächer abgeschafft. Also ganz, ganz krass. Was würden Sie denken, wie sollte man Ihrer Meinung nach am besten mit Homosexualität oder ähnlichen Themen in der Schule umgehen? Also, dass Toleranz gelehrt wird, das ist ganz klar. Mhm. Aber das ist ja auch schon vorhanden. Also, ich wollte gerade sagen, also was ist denn Toleranz? Also, ich glaube, dass in der heutigen Zeit überhaupt keiner mehr darüber nachdenkt, was eigentlich Toleranz ist. Und mit diesen Worten wie Diskriminierung wird einfach so um sich geschmissen, ja, ohne zu definieren, was ist denn das überhaupt? Ne? Wie ich ja gerade schon angedeutet habe mit Einbrechern und anderen Kriminellen. Ne? Also, da kann ja jeder sagen, ich werde diskriminiert. Ja, der Polizist, der mir jetzt ein Knöllchen verschreibt, der diskriminiert mich jetzt, weil ich nicht mehr parken darf, wo ich will. Das geht wirklich so weit, ja? Also, es ist nicht übertrieben. Und ich habe, wie soll man damit umgehen? Also, unsere Gesellschaft fällt richtig schon länger auseinander. Das heißt, Familien fallen auseinander. Das Thema Liebe, Ehe, Treue, schon lange, ich weiß nicht, da besteht eine große Orientierungslosigkeit. Ja? Und jeder meint also, wenn ich heirate, dann werde ich mal gucken, wie lange das so hält und wie lange es mir passt. Und dann löse ich das eben wieder auf, wenn es mir dann schlecht geht und so. Und dann suche ich mir einen neuen. Damit geht alles kaputt. Also das persönliche Leben und eine ganze Gesellschaft eben auch. Und mir geht es darum, ich bin ja auch in der Schule, ich würde ja lieber so Themen, also ich bin auch Religionslehrerin, auch, okay, da kann man das besprechen, aber nicht nur Themen einfach wie... Kommunikation und wie baue ich eine Beziehung auf, das wäre eigentlich für mich ein richtiges Fach an der Schule. Man sollte richtig Beziehungslehre betreiben und überlegen, was macht eine Beziehung aus? Was brauche ich als Mensch? Was brauche ich als Mensch? Ich meine, es gibt ja auch Ethikunterricht und solche Dinge, da kann man das auch schon besprechen. Was brauche ich als Mensch eigentlich, um glücklich, wirklich glücklich zu sein? Und es ist nicht die endlose Freiheit. Das macht mich nicht glücklich, sondern auch Toleranz zum Beispiel besteht aus, dass ich einen eigenen Standpunkt habe und dann andere tolerieren kann, obwohl sie anders denken. Also ich kann die, ja. Das heißt, ich kann die stehen lassen. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich akzeptiere, was die meinen. Also da habe ich einen eigenen Standpunkt und ich stehe einfach, lass sie stehen und lass sie gehen und muss mich nicht körperlich, gewalttätig mit denen auseinandersetzen, obwohl ich auch emotional werden kann. Ne? Aber gut, ich bringe da keinen um. Auf jeden Fall. Das wollen wir doch hoffen. Hoffe ich doch, ja genau. Ich lasse sie auch stehen. Auf jeden Fall, ich kann stehen lassen, aber ich kann mich schon nicht akzeptieren. Also da wird von uns nicht Toleranz gefordert, sondern Akzeptanz. Dass man das akzeptiert, was einem vorgegeben wird, das kann es ja wohl nicht sein. Da kann ja auch den Kommunismus akzeptieren oder keine Ahnung was. Andere Form. Ja.
Das ist einfach, da besteht so viel Unklarheit und Undifferenziertheit und es wird halt unheimlich viel gelogen insgesamt. Fronten hier müssten eigentlich gar nicht sein, das sind einfach Missverständnisse. Ja? Ja. Wenn ich eben sage, Jesus liebt, Gott liebt wirklich alle Menschen und er möchte ihr Heil und er möchte Gesundheit, er möchte, dass es uns gut geht. Aber dafür hat er uns zum Beispiel die 10 Gebote gegeben, weil wir Menschen nicht von alleine wissen, was gut für uns ist. Leider nicht. Das ist leider so. Früher wusste man es noch ein bisschen mehr, da wurde es noch mehr gelehrt, aber indem man das alles abschafft und die ist die totale Orientierungslosigkeit da. Und das, ich meine, das kann man jeden Tag in jedem Gespräch fast mitbekommen, dass keiner weiß, wer ist das eigentlich noch Liebe. Wenn Liebe nichts mehr mit Treue zu tun hat, dann ist das schon die Hälfte relativiert. Oder wenn ich sagen kann, ich gehe heute mal mit dem, ich gehe mal dem ins Bett morgen und unsere Ehe ist dann eben übermorgen beendet, da kann ich so gleich hinschmeißen. Ne? Also, ja. Aber das ist kein Lehrinhalt. Na, ich sagte, ich wollte sagen, der Bildungsplan oder der Leitlinienentwurf sagt nicht, naja, nehmen heute den und morgen indirekt, den. Nein, aber indirekt, sag ich mal, fördert es das ganz einfach. Also, dass jedem, der ein bisschen logisch denkt und Vernunft einschaltet, ich glaube, dem ist das klar. Aber wie die Frau gerade sagte, das ist ja unglaublich, dass ein Staat und unser Staat das sowas macht. Das glaubt man einfach gar nicht, ja? Und weil es so unglaublich ist, ist man sprachlos und denkt, das kann einfach nicht sein. Aber wenn man jetzt an unsere Politiker denkt, ich meine, langsam glauben wir doch alles, dass nämlich alles möglich ist. Jeder ist von denen korrupt, jeder kann von denen, ich weiß nicht, was für Sachen drehen, es kann fast jeder zweite von denen meinetwegen pädophil sein. Wir wollen es nicht glauben, aber hinterher kommt raus, der ist das und das doch, ne? Das sind die unglaublichen Dinge und das ist halt einfach nur Theater, vieles. Und ich will immer nur sagen, in der Schule oder auch im Kindergarten, das heißt, da lebt man Werte vor. Ich bin überzeugt, dass ein Mensch, um richtig Mensch zu sein, noch eine Beziehung zu Gott braucht. Um zu wissen, dass jemand, der hat mich gewollt, der hat mich geschaffen und nicht nur meine Eltern. Egal, wie die nämlich aussahen, ne? Also, und der ist der Sinn meines Lebens. Es hat auch ein Ziel, er hat einen Auftrag für mich, der hat einen Plan. Er will mich, er liebt mich, er hilft mir durch und er gibt mir Maßstäbe. Also diese Gebote zum Beispiel, so ein Geländer, an dem ich mir entlang tasten kann. Der sagt mir ganz einfach, er zwingt mich ja nicht. Er sagt nur, wenn du das und das tust, wird es dir gut gehen. Wenn du es nicht tust, dann gibt es Folgen, die nicht schön sind. Ja, und wenn man das nicht hat, dann ist alles möglich, aber nur nicht gut, das ehrlich gesagt. Der Mensch ist hat sich nicht fortentwickelt, ist meine Überzeugung, entwickelt sich auch nicht fort. Also ich habe einen hohen Respekt vor alten Kulturen, wo ich manchmal denke, die waren schon manchmal weiter als wir. Und unglaublich, was die geleistet haben. Und wir haben uns nicht fortentwickelt, der Mensch ist so, wie er geblieben, wie er ist. Also ich sehe keine Weiterentwicklung. Es ist keine. Also der Mensch, richtig, egal wie gut es uns hier geht, wir sind nur noch materialistischer, noch egoistischer, noch geldgieriger und noch rücksichtsloser. Also wer jetzt bei Beckmann war, jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, Talkshow bei dem Beckmann, da ging es um die Rüpelgesellschaft. Ich habe auch gesagt, ja, wir werden immer mehr Egoisten, weil wir eben in erster Linie an uns denken und nicht an andere. Und da werde ich Ihnen nicht widersprechen, aber mit dem Bildungsplan hat das wiederum weniger zu tun. Es hat damit zu tun, das ist die Hyperindividualisierung der Gesellschaft, wo jeder nur noch daran denkt, es geht um mich, um mich, um mich. Also man guckt nur auf sich selber, oder? Es hat nämlich überhaupt, man denkt gar nicht weiter, was hat das denn für Folgen, wenn ich mich so und so verhalte? Wo führt das eigentlich hin? Und also ein Staat, der sowas fördert, also der muss auch nicht weiterdenken. Es ist unvorstellbar. Unvorstellbar, was das soll. Mhm. Wie gesagt, es soll keiner verfolgt und verhaftet und bestraft werden. Darum geht es gar nicht. Sondern ich kenne aus eigener Erfahrung wirklich, dass zum Beispiel Homosexuelle sich oft nichts mehr wünschen als eine Änderung ihrer Orientierung. Aber sie dürfen es gar nicht laut sagen, dann werden sie diskriminiert. Oh ja.
dann was wie das wie du akzeptierst das nicht und das musst du aber und das geht so gar nicht. Also das ist traumatisch, also echt grauenhaft. Und das ist irre, ehrlich im Problem. Wie gesagt, da kann ich Ihnen Leute nennen, die sind gar nicht weit von hier neben die. Aber so wie ich den Bildungsplan oder die Leitlinien verstanden habe, geht es genau darum, dass man sagt, okay, wenn jemand eine gewisse Form des menschlichen Zusammenlebens für sich als richtig sieht oder die Eltern, ja, meine Kinder haben sich ja nicht für eine Form des Zusammenlebens entschieden, sondern die leben bei ihren Eltern, aber wenn sie halt sehen, dass der Nachbar sich für irgendetwas entschieden hat, dann soll das Kind eben nicht den Nachbar deswegen verurteilen, sondern sagen, okay, ja, das ist halt sein Bier. Toleranz wird ja gelehrt. Ja, das wird ja auch so gelehrt. Das ist doch nicht durch diesen Bildungsplan erst. Also ich meine, das muss man doch gar nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Religion, gehört zu meiner Aufgabe, auch über eine Religion zu informieren. Ja? Also ich bin auch sehr stark mit Islam beschäftigt. Die haben zum Beispiel die Vorstellung, dass wir in unserem Religionsunterricht Schüler dazu verdammen und zwingen, Christen zu werden. Diese Vorstellung besteht da, ja. Wir würden unseren Kindern da also nicht nur nahelegen und das empfehlen, sondern sie so missionieren, also quasi zwingen, in irgendeiner Form, das ist mir unvorstellbar, das und das zu glauben. Ja, das ist ja gar nicht. Also ich sehe meine Aufgabe darin, zu erzählen, was steht in der Bibel, was sagen andere Religionen. Ich kann auch vielleicht eigene Erfahrungen reinbringen, ja. Aber sie so auf einen Stand zu bringen, dass sie unterscheiden können und selbst entscheiden können. Das ist das Wichtige. Dass sie selber wählen können, möglichst, ja, wie finde ich jetzt den richtigen Weg? Was ist das Richtige für mich? Und wo finde ich die Wahrheit? Also, ich würde immer dazu ermuntern, wirklich die Wahrheit zu suchen. Ich bin überzeugt, es gibt eine Wahrheit. Es gibt nicht mehrere Wahrheiten. Und da würde ich sagen, jeder soll sich da auf seinen Weg begeben und der braucht das Rüstzeug dazu. Ja? Und so, genauso ist das eigentlich mit so einem Unterricht dann. Ja, ich kann das und das so und so darstellen, sagt Leute, das passiert so und so. Und zwar, da muss man aber die Wahrheit sagen. Da muss man aber auch die Nachteile nennen. Das ist jetzt zum Beispiel auch AIDS unter anderem so ein Thema, ja. Ja, ein sehr großes Thema, ne? Das ist doch auch bei Heterosexuellen. Also AIDS ist ein Thema, das ja... Ja, mittlerweile leider auch. Ja, leider. Aber Sie wissen bestimmt, dass 80-90% der Betroffenen sind männliche Homosexuelle, ne? Ja, das war mal. Aber gehen Sie mal nach Afrika. Ja, da kenne ich auch genug. Das ist ja immer auf die Verteilung. Gehen Sie mal nach Südafrika. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben schon verreist sind oder in der Welt. Nein, ich bin doof und ich habe nur Ausländer geheiratet und ich habe eine afrikanische Studentengruppe. Wenn ich dieses Schild sehe, ja, dann zweifle ich halt. Ja, warum zweifeln Sie? Sie wissen überhaupt nichts über also mich, oder? Was steht denn da? Was wissen Sie denn? Was hat es denn mit Kindesmissbrauch zu tun? Was denn? Von was reden Sie denn eigentlich? Was hat es mit Indoktrination von was renne ich? Ja, wenn ich, wenn ich einfach sage, was es gibt aber auf der Welt. Aber das wird doch schon thematisiert. Wo wird von was reden wir denn eigentlich? In meiner Schulzeit wurde das nicht thematisiert. Ich hätte mir als schwules Kind, also mit 12, 13 oder 14 in der Pubertät, gewünscht, dass in der Schule mal sowas angesprochen wird. Aber und das ist ja auch eventuell. Sie wissen auch nicht, von was wir reden, ne? Ich bin schon sehr lange draußen, ich bin 64 geboren, aber auch den Kindern, die heute in die Schule gehen, wenn auf dem Schulhof den Kindern hinterher gebrüllt wird, schwule Sau oder schwul ist ein Schimpfwort, dann läuft in der Gesellschaft was falsch und dann muss man das eben unterrichten. Und da geht es überhaupt nicht um Sexualität. Können wir mal kurz... Es gibt auch andere Schimpfwörter, die genauso verletzen. Und warum nur dieses eine Thema? Und das geht es doch bei dem Bildungsplan. Moment, nein. Aber warum nur dieses eine Thema? Es gibt so viele andere Schimpfwörter, die genauso Es geht um Emanzipation. Es geht darum, dass man den Kindern sagt, was es alles gibt. Dazu gehört natürlich auch den Umgang mit Ausländern, mit dem Islam, mit verschiedenen Religionen und auch unter anderem mit Homosexualität. Unter anderem wird alles thematisiert, aber unter anderem, genau. Und, ja, und das steht in dem Bild, es steht in dem Bildungsplan nichts anderes. Moment, drin. Was haben die denn da? Was wissen denn das? Es steht drin in alle Unterrichtsfächer auf einmal und nicht nur unter anderem in einer Reihe mit Moment. Anderen Dingen. Ich weiß aber nicht, dass Sie das wissen, worum es hier jetzt gerade wirklich geht. Es geht darum, dass man schon im Kindergartenalter den Kindern diese Dinge nachbietet auf eine ganz
nicht kindgerechte Art und Weise, auf jeden Fall. Mit pornografischem Material und Aufforderungen zum selber machen. Ich kenne jetzt die Kinderbücher, die sind nicht unbedingt pornografisch. Nein, Moment, da geht's um Familien, Moment, wo ich weiß nicht, da ist Mama, Papa, da ist Papa. Die reden von was anderem. Mama, Mama. Das ist was Neues hier. Das ist eine Art, die müssen den wirklich lesen. Und da haben die Reden vielleicht verpasst. Ich meine keine jetzigen Schulbücher, noch die von vor 10 Jahren, sondern etwas, was in der Zukunft geplant ist. Darüber reden wir. Sie glauben, also ich kenne wissen so einen Plan nicht. Ja eben, genau, das meine ich ja. Deswegen und Sie das haben ist auch nicht so geplant. Doch, doch. Also da muss ich ihm recht geben, in dem Bildungsplan steht nicht drin, dass Kinder und Jugendliche mit pornografischen Darstellungen nicht um Sexualität. Ja, oder mit Sexualität konfrontiert werden sollen, sondern es geht um die Lebensformen. Um die verschiedenen Lebensformen sind der Punkt. Und wovor haben Sie denn Angst? Nein, nicht Angst. Ich habe das schon thematisiert, diese Lebensformen. Ja, aus weiter. Es geht um das Alter der Kinder. Ich habe in meiner Schulzeit. Ja, aber das ist schon lange her. Und die Tochter meiner Freundin wird damit auch nicht konfrontiert. Wie alt ist sie? Die ist 10. Das ist Klasse 5. 4, 5. So. Okay. Aber also, wie gesagt, wer meinen Sohn hatte, das ist schon eine Weile her, in der dritten Grundschulklasse sehr guten Sexualkundeunterricht. Und der hat vollständig ausgereicht. Das war auch eine gute Art und Weise und das war auch passend und kindgerecht noch gemessen an den Bedürfnissen der Kinder. Aber da hier geht es nicht um Kindeswunsch. In Klasse 7 oder 8 wird es wieder thematisiert. Aber das wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Also gut, ich meine, das sind Fronten, die sind verhärtet, dann ist es ja auch... Verstehen Sie, wir sind nicht mehr auf dem Stand von 1960. Da hat bestimmt was gefehlt, da bin ich Ihnen ganz... Also, da bin ich Ihrer Meinung, ja. Aber da hat sich ganz viel getan, aber das sind andere Sachen. Jetzt. Sehen Sie mal drüber nach. Es gibt eine Internetseite, und auch für Eltern, ne? Ja, das heißt, und ein Reis besorgte Eltern. Gucken Sie mal da drauf. Gerne bereit, das mal durchzulesen. Schauen Sie mal da rein. Ich glaube zwar nicht, dass wir uns auf dieser Ebene treffen, ich lese es gerne. Aber merken Sie nicht, er kennt mich überhaupt nicht. Er liest 2 Zeilen und hat ein Urteil gefällt. Und zwar über mich und meine Meinung. Also das ist ja nichts anderes. Ich meine, wenn man einen Bildungsplan starten kann, das ist genauso ein Pamphlet oder genauso eine Meinung, die einfach so von Latz geknallt wird. Ja, das ist nicht differenziert. Wie denn nicht differenziert? Dann guck mal rein und da haben wir also jetzt Kindesmissbrauch, da sind die Leute hier vorbeigelaufen mit manchen Plakaten, wo ich dann sage, was bitteschön hat Homosexualität mit Pädophilie zu tun? Viele Homosexuelle. Es tut mir leid, es gibt aber auch viele Heteros, die kleine Mädchen anmachen. Da hat auch keiner gesagt, das war auch gar doch, nicht die genau Hauptsache. So wird es dargestellt. Und wenn Sie nach Kroatien gehen, dann ist das Schimpfwort für Homosexualität Pedo. Und das ist nichts anderes und da wird einfach eine Stimmung gemacht und das zeigt mir schon sehr deutlich, dass so ein Thema in die Schule gehört und es ganz ist einfach. Natürlich in der Schule. Dann sind sie an der Schule. Also ich bin an der Schule. Und ich habe täglich Auseinandersetzungen mit meinen Schülern. Okay? Es war schon Schwierigkeit, 80, 85 das Thema AIDS in die Schule zu kriegen. Das weiß ich zufällig. Das war noch ganz neu, das Thema. 84, das war noch ganz neu. Und da war es auch ganz schwierig, das Thema Homosexualität in der Schule anzusprechen. Ja, da war es noch sehr neu, und es dauert eben eine Weile. Ja, das dauert eben. Und jetzt sind wir Gott sei Dank auf dieser Ebene, wir genau diesen Bildungsplan kriegen. Und dass es dann endlich mal funktionieren könnte. Gucken Sie auf die Internetseite, informieren sich von verschiedenen... Ja, ich weiß, das haben Sie mir gesagt, hier, ich lese es durch. Diese Damen, ich habe es ja gerade hier, das ist ein kleines Büchlein, eine Kubi. Hat ein Buch dazu geschrieben. Gabriele Kubi. Ja. Okay. Verstadium der Erziehung auf dem Weg zum Gender-Menschen. Für wen drehen Sie eigentlich? Ja. Das ist ein kleines... Ja, zum Beispiel so ein Plakat, müssen Kinder alles wissen.
Da könnte ich ein Plakat dagegen setzen, müssen Kinder blöd bleiben? Also erstmal wissen Kinder auf ganz bestimmten Gebiet viel zu viel. Und ich bin an der Schule. Die können noch nicht mal das 1x1. Die machen von der 5. bis zur 10. Klasse 3 Satz an der Hauptschule, weil sie es immer noch nicht kapiert haben. Aber die wissen in- und auswendig, wie Geschlechtsverkehr, in welcher Form und mit wem und so. Ne? Sie sind Religionslehrerin? Unter anderem. Gut. Was unterrichten Sie noch? Deutsch für Migrantenkinder. Mhm. So, aber auf jeden Fall, ich bin nicht nur, egal welches Thema. Ich bin vorwiegend mit Deutsch und ich habe vor allem mit ausländischen Kindern zu tun. Und ich habe. Und genau bei ausländischen Kindern ist es sehr wichtig, das Thema anzusprechen. Weil genau in dieser Gruppe ist nämlich ganz schön Diskriminierung. Natürlich. Tun wir ja auch. Aber ich habe eben gerade zum Beispiel dargestellt, wie ich Religionsunterricht sehe. Habe ich gehört. Egal, oder ob das PP ist oder was für ein Fach. Und das meinte ich bezogen auf andere eben, in den Themen eben auch wie Sexualität, zu informieren, was ist was, um den Leuten aber auch die Wahrheit zu sagen. Also jetzt zum Beispiel so Themen wie AIDS, dann, das muss vorkommen, ja. Oder beim Thema Islam, dann muss ich zum Beispiel die Fakten liefern und auch sagen, hören Sie zu, euer Prophet Mohammed, der hatte 14 Frauen und hat die jüngste war 9 Jahre alt. Das wissen ja viele zum Beispiel gar nicht. Aber gut, die Art und Weise und wie ich das dann rüberbringe, da muss man schon sehr aufpassen, dass man nicht hinterher ermordet wird. Ja? Also dafür, ja, von irgendwem. Ne? Also, ich wollte nur sagen, unsere Kinder lernen nicht mehr richtig. Die sind so gestört, auch normale Kinder, so gestört, dass sie Lernblockaden haben. Und das hängt ganz viel damit zusammen, mit dieser Reizüberflutung der Medien und mit den Inhalten der Medien. Und das ist auch gerade Sex in einer vollkommen übertriebenen Art bei und den Weise. Dann geht es doch um Sex. Doch! Es geht doch wirklich nicht um Sex. Ja, nicht um doch. Sex, um Sexualisierung. Es geht darum, einfach darum, den Leuten begreiflich zu machen, dass Männer und Männer auch zusammenleben können und dass das auch eine Art Familie sein kann. Dieses genauso Thema wie Frauen und Frauen, genauso wie ein Mann und eine Frau. So, also ich und da geht es halt nicht um den Akt der Sexualität, sondern einfach um verschiedene Lebenskonzepte. Aber Moment, aber die Grundlage ist, dass hier Moral... Und wieso darf es dann nicht im Bildungsplan stehen? Was ist dann so schlimm? Es wird doch schon thematisiert an der Schule. Ja, aber es steht bisher nicht im Bildungsplan drin, sondern es wird halt schon so gemacht, aber es steht noch nicht drin. Aber es ist doch nicht verbindlich. Dann wird es verbindlich. Dann ist zum Beispiel Kinder lernen durch Beispiele. Zum Beispiel, wenn ich als kleines Kind ein Buch aufschlage und zum Beispiel ein Schulbuch, wenn man es jetzt übergreifend auf verschiedene... Und ein Deutschbuch wird zum Beispiel irgendeine Geschichte erzählt von Vorzeigefamilie. Also, Ihnen zeigen Sie nachher mal die Aufnahmen, weil ich nicht von vorne anfangen zu reden. In dieser Wohnung, da steht halt eben dann mal Michael und Otto. So, genau, Moment. Und da, wo ist da das Problem? So, stopp. Genau, also ich finde einfach, dass Kinder von ihren Eltern aufgeklärt werden sollten. Ja, dann brauchen sie Schulunterricht. Dann brauchen sie Hausunterricht wie in Amerika. Und Moralvorstellung. Die lasse ich mir nicht vom Staat vorschreiben. Ja? Also nee, das ist klar, natürlich. Aber das werde ich jetzt nicht wiederholen, warum. Dann müssen sie da reingucken. Mhm. Für mich ist es nicht gleichwertig und nicht. Ich sage immer noch Familie. Gut, und Vater, warum Mutter, ist es nicht gleichwertig? Ja? Nur weil es keine Kinder gibt? Es ist nicht natürlich und es ist nicht angeboren. Natürlich ist es angeboren. Also, nein, es ist nicht. Sorry. Nein! Sie können doch nicht für mich reden. Ich bin homosexuell und bei mir ist es ganz klar angeboren. Ich weiß es zwar nicht ganz genau. Nein, das meine nicht viele, sondern das ist so. Das weiß ich ganz genau, dass es bei mir angeboren ist. Also es ist wenn ich mein Leben nachrekapuliere, also nicht als, als Sechsjähriger, wird dir das natürlich nicht bewusst, aber als Sechsjähriger, wenn ich es mit Vergangenheit Rückblick sehe, dann bin ich da öfters in die Männerumkleide gegangen und habe mir einfach Männer angeguckt, weil mich die interessiert haben, auch schon mit Sex. Also weil sie mich einfach interessiert hat. Im Schwimmbad zum Beispiel, beim Sportunterricht, da gibt es Jungen, war früher zum Beispiel, gab es Jungenumkleiden und Männerumkleiden. Ich bin bewusst in die Männerumkleide, weil es für mich ganz klar war, das ist was, was mich interessiert. Ich wollte da keinen Sex, garantiert nicht, aber es hat mich interessiert. Was ist da, wie sieht es aus, wie,
ist das so wie bei meinem Papa oder wie auch immer. Wenn ich es im Nachhinein reflektiere, mit Sex war mir das nicht bewusst. Aber klar, für mich ist es angeboren, weil mein Bruder ist genauso erzogen worden wie ich und der ist nicht schwul, genau. Der ist hetero. Mhm, das wollte ich gerade sagen. Es ist nämlich wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht angeboren ist. Wissenschaftlich bewiesen und kein Psychologe, auch ob Christ oder nicht Christ, würde das mehr behaupten. Wissenschaftlich nachgewiesen, dass es nicht angeboren ist. Es ist keine genetische Störung. Bei mir ist es angeboren und bei vielen auch und das weiß ich. Also ich kann Ihnen nur ein Und das Buch hat nichts mit genetischer Störung zu tun, sondern es ist einfach so. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hatte nur in der Zeit von 14 bis 17 ganz massive Probleme, nämlich in der Schulzeit, wo man dann in die Pubertät kommt und alle haben eine Freundin und man weiß nicht genau, wie man, in welcher Richtung man gehen soll. Genau da hatte ich ein Problem. Da hätte ich mir zum Beispiel so einen Bildungsplan hätte ich mir gewünscht. Ja, aber ich muss 14 ehrlich sagen, und nicht 3. Und ich muss ehrlich, Moment. Und ich muss, ja gut, darüber kann man ja eventuell noch streiten. Jetzt kommen wir während der Beratungsstelle. Warum sollte dein Bildungsplan helfen? Weil einfach diese nicht heterosexuellen Kinder sollen, diese heterosexuellen Kinder sollen auch lernen, mit den eben nicht heterosexuellen Kindern vernünftig umzugehen. Wo ist da das Problem? Ja, aber das ist doch... Da fordern Sie doch, dass ein schwuler Jugendlicher sich auf die Seite, als Minderheit auf die Seite der Mehrheit begibt, obwohl die Mehrheit doch eigentlich auch so tolerant sein müsste, um einfach dieses zu akzeptieren, dass es sowas gibt. Ja, und um nichts anderes so. Geht es doch. Wurden Sie denn verfolgt oder deswegen irgendwas? So viele, mit Ihnen deswegen gemacht? Werden so viele Leute verkloppt. Deswegen nimmt die Gewalt an Schwulen zum Beispiel Quatsch. Zu. Nein, das hat doch damit nichts zu tun. Nichts mit Schwulen, das ist deswegen was anderes. Deswegen nimmt die Gesetzgebung in Afrika, in Russland zum Beispiel, ja, man sieht ja, dass es... Deutschland, das geht ja hier ja, jetzt. Mehrere Belangfälle. Ja, Quatsch, mal 33. Also ich habe Gewalt an der Schule, aber es hat nichts damit zu tun. Aber darum geht es ja gar nicht. Die Anfänge sind ja eher, dass es radikal wird gegen uns, die mir was anderes betreten. Ja, also ich rede jetzt nicht radikal. Ja, aber sie greifen ganz schön an, ne? Aber vorher war es sie greifen schon also ganz schön an. Also was ich aber auf der Demo gesehen habe, das war radikal. Ja, aber wir haben keine Ausländer. Und da muss man sich auch überlegen, und das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, die ich habe, ist das Thema so wichtig, dass man sich mit allen Gruppierungen zusammentut? Zum Beispiel auch, dass man mit Nationalsozialismen läuft? Das habe ich jetzt so oft schon gehört. Aber oh, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich habe hier Nationalsozialisten gesehen, die mitgelaufen sind. Ich habe linke Familien gesehen. Ja. Was ist denn das? Gut, ist okay. So, erstens, Sie tun sich auch zusammen mit allen möglichen Leuten, wenn Sie ein bestimmtes Ziel haben. Aber ich gucke nicht vorher. Was hat der für eine politische Gesinnung? Das interessiert mich da überhaupt nicht. Ja? Und wer eine AfD oder so gleich in die rechte Sparte tut, der hat auch nicht richtig hingeguckt. Ja? Ja, natürlich. Natürlich. Also das sind doch alles wieder diese Pauschalisierungen. Genau. Die Christen sind so und so, die sind alle Fundamentalisten. Ja, aber nichts wenn die andere glauben, machen, nichts anderes machen das sie doch ist, auch. Nein, ist doch Quatsch. Ich auch ganz bewusst mein Plakat. Was für ein Blödsinn. Deswegen muss man doch nicht... Nein, sie sind gar nicht ruhig. Also ich rede momentan ruhig. Sie sind gar nicht ruhig. Also ich echauffiere mich nicht so wie Sie. Diese Pauschalisierung, die geht mir auf den Geist. Wenn Sie da vorne, gleich am Anfang, dieser Typ mit dem Bild, da mit Jesus drauf, Jesus liebt keine Homophoben. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Ich will das nicht mal wiederholen. Also Jesus liebt alle Menschen. Und er liebt auch Homosexuelle. Aber er hasst die Sünde. Und das egal in welcher Form. Ich nehme dieses Wort Sünde, egal ob sie mich da, in welchen Topf sie mich da werfen wollen. Sünde gibt das es vielfältiger. Genau, richtig, ganz genau. Hat jeder von uns, jeder anderen gesagt. Vor allem unterscheiden sich die Sünde je nachdem in... Na, so ist es. Ich meine aber die das ist ein gesellschaftlicher Konsens, der sich entwickelt. Wenn Sie zum Beispiel Pädophilie nehmen, obwohl das jetzt ein Thema ist, war es in Griechenland gang und gäbe, da war es nichts Verfemtes, also während es durch die gesellschaftliche und durch die Erfahrung, die man gemacht hat, natürlich selbstverständlich heute verfemt wird. Aber im Griechenland hatten die eine ganz andere Moralvorstellung oder in Rom oder im Mittelalter, als wir heute eine andere Moralvorstellung haben. Also sind die Sünden auch unterschiedlich? Nein, christliche, die bleiben. Ich will nämlich die Bibel als Grundlage und nicht irgendwelche anderen. Und die Bibel ist... So, aber ich wollte nur sagen, das Neue Testament ist 2000 Jahre alt, hat mit dem Ägyptentum nichts zu tun. Wir erleben einfach immer wieder, das nur gerade als das
wir sind keine Minderheit eigentlich. Ne? Als Christen schon diskriminiert werden, weil wir eine andere, manchmal sehr feste Meinungen haben. Ja? Wobei wir nicht Menschen verurteilen. Es geht nicht darum. Also das ist gar nicht das Ziel. Umgekehrt passiert das aber ständig. Ja? Gut, was ist dann das Ziel? Sie wollen diesen Bildungsplan nicht, Punkt. Das ist das Ziel. Richtig, ganz genau. Und das im Hintergrund im Prinzip... Gut, und jetzt haben wir das Problem, dass wir sagen, ich will diesen Bildungsplan. Okay. Das heißt, natürlich haben wir natürlich unterschiedliche Ansichten. Dann sage ich, durch die Abschaffung von Ehe und Familie, das ist für mich zum Beispiel was Falsches. Weil Ehe und Familie... wollen auch wir nicht, dass die abgeschafft wird, sondern es ist eine, fragen Sie 500 Leute, was ist Ehe und Familie, und Sie werden 1000 verschiedene Antworten bekommen, weil jeder was anderes als Familie betrachtet. So. Und jetzt ist einfach so, ist zum Beispiel für Sie das keine Familie, zum Beispiel ein Freund von mir als klassisches Beispiel, der war 20 Jahre mit seinem Freund zusammen, der ist vor 2 Jahren an Krebs erkrankt, ist vor 2 Wochen gestorben. Der hat sich zwar ein halbes Jahr hat seinen Job aufgegeben, hat sich um seinen Freund gekümmert, hat ihn nicht in einem Pflegeheim, nicht in einem Hospiz, und der ist in seinen Armen gestorben. Ist das keine Ehe, ist das keine Familie, ist das nicht Gott gewollt? Also dann denke ich, dass das Gott gewollt ist. Also ich habe es gerade schon mal gesagt. Ich glaube daran, oder für mich ist Bibel wirklich der Maßstab, ja. Und da war Homosexualität, egal, vor 3000 Jahren auch schon, sag ich mal, ja, Sünde. Also nicht Gott gewollt. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel falsch, was Sie sagen, weil das geschichtlich nicht stimmt. Das ist immer so, das war auch damals schon so, zu Mosezeiten. Eigentlich ja, bei den Israelis war das so. Egal, ja, und bei den Sunniten. Ich rede ja von Bibel. Aber nicht bei den Römern. Ich rede aber von Bibel. Ja, aber Sie hatten verschiedene Gesellschaften. Nein, ich rede gerade von Bibel. Gut, von der Bibel. Auf dieser Grundlage. So. Aber ich kann Ihnen auch sagen, aber da gibt es ein Altes Testament und ein Neues Testament. Und Jesus hat nie was über Homosexualität gesagt. Das war Paulus, aber nicht Jesus. Augenblick. Darf ich noch was nachdenken? In tausenden von Jahren, wie viele tausend Jahre Kulturgeschichte, war auch Homosexualität niemals allgemein anerkannt und akzeptiert. Ja, dann gehen Sie es mal gab nach Pompeii, einzelne, ich weiß, hören Sie mal, Pompeii, lassen Sie mich mal dann ausreden. Gehen Sie nach Rom. Ich war nicht fertig. Ich war nicht fertig. So. Also, es war niemals wirklich akzeptiert, auch in Griechenland nicht. Nicht wirklich. Also es gab beides, es gab auch Pädophilie, teilweise sehr stark, epochenweise. Das wurde aber nie letztendgültig als das Normale angesehen. Ja? Es wurde viel praktiziert, aber es wurde nicht, auch in keiner Gesellschaft, ob mit oder ohne Christentum übrigens, als normal und gesund empfunden. Auch schon empfunden, nicht durch Indoktrination, sondern niemals, und das weiß ich. So, da können Sie auch wissenschaftlich nachforschen. So, also es war niemals, es gab das epochenweise, es ist vorgekommen, aber es hat auch niemals gesagt, das ist jetzt, oder die haben selber gemerkt, das ist eigentlich nichts, was wirklich ja, aber genau das, was Sie jetzt sagen, aus diesem Hintergrund heraus, sage ich einfach, da geht es Ihnen nicht um den Bildungsplan, ganz einfach, sondern es geht Ihnen darum, dass Sie einfach nicht wollen, dass Homosexualität gleichwertig gesehen wird. Das haben wir auch gesagt. Gut, das haben wir auch gesagt. Dann ist das auch in Ordnung. Aber dann brauchen wir nicht mehr weiterzureden. Und den Bildungs- weil dann finden wir keinen Konsens. Weil ich fühle mich dann von Ihnen einfach nicht anerkannt. Ich spreche Ihnen ja Ihre Heterosexualität auch nicht ab. Ich spreche Ihnen doch auch nicht ab. Doch, per se sagen Sie, mit dem, was Sie sagen, ich bin krank. Ich bin nicht in der Norm entsprechend, stimmt ja auch, ist ja auch so, wenn man die Mehrheit sieht, ist ja auch in Ordnung so. Aber dass die Mehrheit sieht, ist ja auch nicht immer dass richtig. Dass sie in keiner Weise das akzeptieren, tolerieren vielleicht gerade noch. Ja, ich sag tolerieren, ja, ich muss doch nicht akzeptieren. Ja, Moment. Ich habe gerade darüber geredet, ich tolerieren, das ist ja auch das Recht. Das hat doch mit der Meinung nichts zu tun. Man kann sich über eine Meinung streiten, aber da geht es um einen Grundtenor von mir. Augenblick. Ja,
Das geht Problem um mein Menschsein genauso, wie ich Ihnen Ihre Heterosexualität nicht abspreche. Ich sage ja, so kommt es aber immer rüber. Nein, das ist jetzt eine Vorverurteilung. Richtig, das genau meine ich. Da findet eine Vorverurteilung statt. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage Sie meinen sofort, Sie müssten sich verteidigen, obwohl man Sie es gar nicht angegriffen hat. Es war noch nie normal, es war noch nie richtig. Moment, ja, aber das heißt doch nicht, Moment, ich sagte ihm das gerade. Ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Klar. Homosexualität, Meinung nach, feste Überzeugung, auch wissenschaftlich fundiert, ist nicht gut. Eine Entwicklungsstörung. Egal jetzt aus welchen Gründen, gibt viele Gründe dafür. In Ordnung. Kann man auch gut nachvollziehen. Gehe ich in mich. Kann man auch gut nachvollziehen. Im Positiven möchte ich gleich hinzufügen, es ist heilbar, es gibt viele, die schon auch da. Können Sie sich vorstellen, dass ich vielleicht gar nicht vielleicht, ja, wenn Sie nicht, wenn Sie nicht wollen, lassen Sie es. Okay, das heißt, Sie können, Gott lässt Sie auch leben, Ihren Weg leben. Da hoffe ich doch. Das heißt, ich toleriere, wir tolerieren das. Aber ich akzeptiere es nicht als normal, genauso wenig, wie ich es akzeptieren kann, dass jemand mich beklaut und meint, ich habe jetzt das Recht darauf, sein Eigentum zu nehmen, ich habe jetzt Lust darauf und ich finde das jetzt aber richtig. Das ist doch kein, also kann man als Beispiel, doch, es geht fast in diese Richtung. Moment. Das kann man nicht vergleichen. Moment. Ich dachte das jetzt einfach. Ein bisschen krass, klar. Okay. Ich wollte damit aber darstellen, es gibt Dinge, die schaden dem Menschen. Und die kann ich nicht als gut akzeptieren, weil sie langfristig auf jeden Fall Folgen haben. Manchmal auch sehr kurz. Das stimmt, da haben Sie recht. Aber das schadet. Und es schadet unseren Kindern. Und das betrifft diesen Bildungsplan. Das Schaden hat nichts damit zu tun. Das Schaden hat nichts damit zu tun, dass Homosexualität der Schaden ist, sondern das Verhalten eventuell von mir als Mensch, das fügt mir Schaden zu. Also wenn ich bestimmte Dinge mache, da habe ich bestimmt auch schon, wie viele Menschen auch, Sachen gemacht, die mir bestimmt nicht genützt haben, sondern mir eher geschadet haben. Aber da gehört doch meine Grundsexualität nicht dazu. Also wenn das so wäre, wenn Sie das so beibringen, dann wundert mich nicht, dass alle schwulen Kinder sich irgendwann mal einen Strick nehmen und sich am nächsten Baum aufhängen. Nein. Ich bin nur dagegen, dass gesagt wird, dass man frei ist und einfach selbst entscheiden kann, welche sexuelle Identität man hat und dass das normal ist. Ich habe das nicht frei entschieden. Das ist einfach so gekommen. Ich bin so geboren, das widerstreiten Sie ja, das sagen Sie ja, stimmt nicht. Ich habe irgendwie eine psychische Macke oder was weiß ich, oder irgendwie auf einem Lauf meines jugendlichen Lebens ist irgendwas passiert oder meine Mutter ist die Treppe runtergefallen, was weiß ich, bei meiner Geburt, wie auch immer. Also da muss ich ihm recht geben, alle wissenschaftlichen Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, kommen zu dem Schluss, dass das angeboren ist. Nein, und dass das nicht nichts mehr. Ist, das was, ist man, nicht, das ist wo man, nicht also, dass man, was man sich also, einfach mal so fühlt. Da gehört übrigens das. Also es gibt zum Beispiel viele Untersuchungen. Das heißt ja nicht, dass es nicht, dass man nicht dazwischen, es gibt dass man auch nicht vielleicht beides ist. Es gibt natürlich auch, heterosexuelle Männer, die eine Ehe hatten, die Kinder haben und die plötzlich gesehen haben, ich kann mit einem schwulen Mann leben. Kann ich auch nicht verstehen. Genauso wie ich verstehen kann, wie ein homosexueller Mann plötzlich hetero wird. Das würde für mich jetzt nicht in Frage kommen, weil ich ganz anders gepolt bin. Ich war mein Leben lang Homosexualität und werde so auch in die Kiste springen. Und da kann man mich nicht heilen, da kann man mir 100.000 heterosexuelle also erstens Pornos kann man, vorspielen. Entschuldigung, das wird nichts passieren. Heilen passiert auch nur, wenn Sie das wollten. Das wird keiner über Ihren Kopf hinweg tun und nicht durch irgendwas, durch gibt darüber aber überhaupt Sie stellen nicht, das ne? dann so dar, als Nein. wäre es eine, wie eine Drogensucht oder Alkoholismus. Es ist eine... Ja, sehen Sie, und dann eine Störung, braucht man nicht ja, mehr egal, weiter was, zu jeder hat andere Störungen vielleicht. Ich wollte das jetzt auch nicht extra hervorgehen. Ich meine nur, es ist heilbar und es ist eben etwas, worunter viele Homosexuelle leiden. Ich finde, die holen mich jetzt an, die waren vorher nicht dabei. Gut. So, also ich wollte leide nur nicht sagen, darunter. Wenn Sie es interessiert, es gibt ein sehr gutes Buch von einem Mann, der selber sehr lange homosexuell war und jetzt auch Therapeut ist und wo Tausende von Homosexuellen mit Therapie aus freiem Willen natürlich. Aus freiem Willen, die natürlich, weil sie leiden. Natürlich, richtig, die leiden darunter und die sind jetzt sehr viel glücklicher und zufriedener als vorher. Und wieso leiden sie darunter? Ja, fragen Sie doch. Sie waren was nicht zufrieden da damit. Ja, wieso auch. Nicht, weil es vielleicht solche Menschen gibt wie Sie? Nein.
sie garantiert von sich alleine, weil dazu kann man keinen Zügen. Es wird doch keiner sich heilen lassen, weil ich eine andere Meinung habe als sie. Was ist denn das für ein Quatsch? Sondern weil die selber innerlich gemerkt haben, dass ihnen was fehlt. Dass ich es gerne anders hätte. Aber ich... Ich meine, wir können da stundenlang diskutieren, wir drehen uns im Kreis. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt erfahren, wieso Sie gegen den Bildungsplan sind. Es gibt ein Buch, das und werde mich dafür informieren, dass ich dieses lese. Aber ich werde natürlich nicht auf diese Meinung umschwenken, das werde ich garantiert wissen. Das steht Ihnen ja ganz Es ist mal ganz interessant gewesen, mal die Seite zu hören. Das finde ich ja ganz wichtig. Zum Beispiel, was man eben erlebt bei vielen anderen, die haben sich einfach nicht informiert, über das Thema nicht, über den Inhalt nicht oder über gar nichts. Und wenn man, finde ich mal, egal welches Thema das ist, wenn man über etwas redet, wovon man jetzt gar keine Ahnung hat oder nicht im Hintergrund kennt, ist es schon mal schlecht. Deswegen, man muss auch wissen, was Homosexualität ungefähr ist. Und zwar, ich habe auch sehr viele ganz private Kontakte mit Homosexuellen. Ich kenne welche, die sich gerade, sag mal, auf dem Weg der Heilung befinden, von sich aus und total von sich aus. Stoppen wir, sonst kriege ich einen Anfall. Ich kann Ihnen ein Buch. Aber es ist okay. Nein, ich möchte das Buch nicht. Gut, weil ich bitte. Bin glücklicher dann machen Sie weiter so. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, gut. Ihnen auch. Alles Gute. Eisfüße. Ich auch schon. Nach Kaffee hat sein Job verfehlt. Oh, kann man hier einen Kaffee trinken? Ist etwas anderes. Man hätte ihn als Teilnehmer einladen können. Ja, als Teilnehmer, der hat seine eigenen Teilnehmer fertig gemacht. Also die an seiner Diskussion, ich werde aufgestanden und gegangen, glaube ich. Ne? Ich habe gesagt, hören Sie mal, wenn Sie mit mir so umgehen im Vergleich zu den anderen Gästen. Was hat er gesagt? Was war denn? Ach, er hat einfach dagegen gesprochen. Ein Argument rausgenommen. Jetzt müsste man das wörtlich wiederholen. Also da war eine Dame, die eine bekannte Frau, die offenbar homosexuell ist oder lesbisch halt. Ne? Ja. Und da hat er einen Satz zitiert, so aus welchem Schrifttum oder so auch immer, Homosexualität, wie hat er das, wäre krankhaft oder, ich krieg's jetzt nicht mehr, da müssen wir genau nachgucken, bitteschön. Und dann nimmt er, und das hat ja dieser Herr Steeb gar nicht wirklich gesagt, sondern der Moderator hat das aus irgendeinem, aus einer Rede oder so, aus einem Zusammenhang herausgenommen. Und hat sich damit an die Frau gewandt und hat, so, Herr Steeb sagt über Sie, Sie sind pervers und nicht normal. Was sagen Sie dazu? Also was ist denn das für eine Moderation? Das ist einfach unterste Klasse. Also ich hätte gedacht, dann kann der Steeb ja dagegen reden. Das ist ja kein Problem. Aber das ist doch keine Art. Also er hat ganz klar Partei genommen. Als Moderator darf man das einfach nicht. Nee. Und ich habe ans Nachtcafé einen Tag davor, also am Tag des Drehs, noch geschrieben und habe leider noch keine Antwort bekommen. Ja. Das ist nämlich so. Das war unmöglich. Ich dachte, den würde ich absetzen. Beziehungsweise ich wäre, glaube ich, aufgestanden und gegangen. Ich gesagt, hören Sie mal, entweder begeben Sie sich hier mal auf eine normale, sachliche Ebene und wir führen eine sachliche Diskussion auf gleichwertiger Ebene. Da war sofort eine absolute Abwertung da und das war unmöglich. Und gleichwertig war auch nicht die Teilnehmerauswahl. Also ich glaube, 6-2 stand. Also das ist ja auch nicht gleichwertig. Das ist ja schon von vornherein klar gewesen, in welche Richtung das gehen sollte. Das ist unmöglich. Und ich stelle die Behauptung auf, die Zuschauer würden auch so ausgewählt. Natürlich, das gibt es auch. Ja, dann müssen die zwei sich halt ein bisschen wehren. Also. Nicht ein bisschen wehren, das ist ja alles andere als fair. Und das muss ich sagen, das ist intolerant hoch 10 ne, im Vergleich dazu. Ja. Das geht gar nicht. Also entweder versuche ich herauszufinden, warum jemand diese Meinung wirklich hat und ich höre mir das an und ich höre mir vielleicht die persönliche Lebensgeschichte von jemandem an und kann auch Dinge nachvollziehen. Ja, und ich kann ja mir dann meine eigene Meinung bilden. Wenn ich Moderator bin, muss ich mich außen vor lassen und die anderen zum Reden bringen. Aber das war eine totale Abwertung von Anfang an. Er hat auch unterbrochen. Er hatte Herr Steber. Das war unmöglich. Unmöglich. Nee, und solche Sachen, also wie gesagt, da könnten wir aufstehen und uns beschweren, wenn wir das tun würden, was hier die anderen Gruppierungen tun, da stehen wir aber am Pranger. Oh ja. Ja, wenn wir uns das, das geht gar nicht. Und unsere Demokratie darf man einfach nicht vergessen, besteht auf christlichen Wurzeln, ja, und Menschenrechte haben christliche Wurzeln und nicht irgendwie kommunistische oder
humanistisch, okay, da sind natürlich was drin davon, aber letztlich unser Gedankengut stammt aus dem sogenannten christlichen Abendland, wo viel da auch falsch gelaufen ist, aber ja, das darf man einfach nicht vergessen. Dann haben wir jetzt ja noch ein Schlusswort. Genau, genau.